dabei. Ahoi, Kradujana und herzlich willkommen zurück zu World of Warships. Wir fahren, komm, welches Schiff fahren wir? Montekuckeli. Montekuckeli. Mit dem Hühnere. Hi, hi, Nere. Hallo. Hi, komm, italienischer Brasso. Buona giornata. Gesundheit. Albert Köstner, freut euch auch, diese Runde hier. Ich habe wieder meinen sehr italienischen Kapitän auf dem Schiffchen. Die Montecuccoli hatten wir euch ja schon mal ein bisschen genauer vorgestellt. Hafenvideo etc. kam alles schon separat. Hier einfach bloß noch ein bisschen zusätzliches Gameplay, um einen Eindruck für die verschiedenen Schiffe hier zu kriegen. Wir werden in den nächsten Tagen verschiedene Videos veröffentlichen. T8, T9 müsste schon gekommen sein. T10 sowieso schon. Und dann habt ihr alle Stufen querbeet mal gesehen von den Italienern. Ne, da kriegt man einen sehr guten Eindruck dafür, in welche Richtung das geht. Chrom, kleiner Tipp, wirklich SAP laden. AP kannst du nahezu komplett ignorieren. Ach so. Ist wirklich so. Also, ich war anfangs noch hin und her gerissen, was nehme ich denn? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, SAP, ich sehe keinen Grund mehr, das normale AP zu schießen. Wenn mal einer Mörderbreitseite steht, dann kannst du Zitas mit AP eher machen. Aber sonst. Naja, gut, dann muss er ja aber richtig. Richtig. Und denk dran, mit SAP immer schön versuchen, die Aufbauten zu treffen. Bei der Omar ist zum Beispiel egal, da kannst du überall hinballern. Die frisst so oder so den volle Kleine. Mal gucken. Wenn die jetzt die Omar zum Beispiel Breitseite fährt, könnte man sich überlegen, AP normal zu schießen. Oder aber ich schieße mit SAP alles daneben. Auch nicht schlecht. Wie geht das denn? Ja. Warum zum Teufel war das jetzt? Oh, das ist eine Jervis. Was haben wir denn überhaupt? Gegen die D ist das gleiche. Komm, SAP immer die bessere Wahl. Macht unglaublich viel Schaden auf Zerstörer. Bams! Seht ihr? 2800. Nochmal. Jetzt macht er mein Geschütz kaputt. 10 Kilometer, cool. Und denk dran, dein Was? 10 Kilometer? So weit sogar schon? Naja, stimmt. Ja. Denk dran, mit den Nebel, der hält zwar nicht lange, aber du kannst volle Fahrt weiterfahren. Ja, ne? Bloß nochmal, um das so ein bisschen alles zu reaktivieren hier. Ich weiß, du brauchst keine Tipps und bist ja besser, aber. Erste Runde gespielt, null Damage, Talopedi-Kisten. Bams! 1200. Absolut OP. So, Tactical Smoke online! So, der hält jetzt knapp 20 Sekunden hier noch. Wir können Vollgas weiterfahren, brauchen gar nicht weiter da abbremsen. Da ist die Jervis wieder. Genau, Chrom auf die Jervis. Boah, ich brenne. Aua! Mach den Nebel an, dafür hast du ihn. Ja, genau. Nebel an, drehen und dann sofort umdrehen. Jervis wird beschossen. Ja, von mir. Und bam, 3000 von mir. Oh, hoffentlich bleibt das so mit SAP, dass die so viel Damage auf die Ds machen. Das fühlt sich fast so an wie AP damals. Als AP noch sinnvoll war gegen Zerstörer. Mein Türm dreht nicht. Jervis. Scheiße. Nee, das wäre nichts geworden. Wir brauchen übrigens auch gar nicht so weit vorkommen. Wir haben ja auch Reichweitenflieger dabei. Ja. Nee, ich nicht. Was ist denn jetzt mein Torpedowerfer? Haben die kaputt gemacht? Mann! Sind die alle zu weit weg? Bam, bam. Ich hab Anti-Air-Lion genommen. Ja. Nee, hättest du mir lieber Reichweite genommen. Ja. Weiß man immer vorher nicht, ne? Ja, aber ganz ehrlich, die Faust ist so selten geworden, dass man mal welche trifft. Ein Ismail kommt da noch. Ach du Scheiße! Der hat sogar schon auf mich geschossen, wenn ich das gerade richtig sehe. Oh Gott, und ich bremse auch noch ab! Ich bin lieber Vollgas weitergefahren. Kirov hat auch auf mich geschossen. Oh. Nee, der hat auf dich geschossen. So, und einen siehst du natürlich jetzt schon, Chrom. Recht große Nachladezeit vom Nebelwerfer. Der ist tatsächlich mal nur defensiv einsetzbar. Ja. Klar, aggressiv auch für eine kurze Zeit. Du, aber ganz echt, so hätte der Nebel immer sein müssen. Das ist ein viel, viel besserer Nebel, als wir eigentlich im Spiel haben bei den ganzen anderen Schiffen. Ja, naja, das ja. Aber ganz schön heftig, wenn der immer mitgeht, ey. Ja, aber bloß für 40 Sekunden halt. Oder 30, oder je nachdem, welche Schiffsstufe man fährt. Bam, 6000 auf die Dunkirk mit SAP. Heftig. Ja, die Jervis gerade wieder. Jervis. Der immer noch am Leben ist. Aber nur ganz, ganz wenig. Naja. Oh, Dunkirk, schön getroffen.
Furutaka kommt da von der Mitte noch näher, pass auf. Ja. Yep. Nicht, dass du da gleich in der Zange bist. Na, der Kirk, treffe ich! Oh, Mist, Fleisch daneben. Legt ihr so toll ein? Vielleicht mal so. Hm. Schön, muss taktisch hier ein bisschen mit auf. Da, kam da kommt noch ein DD. Da kam irgendwie noch nicht ein Top aus der Richtung, ne? Ne, die Travel Top irgendwie nicht. Wollen wir uns mal nicht beschweren. Bleibt zurück, wenn ihr könnt. Da kommt noch ein zweiter DD rein. Über alles schön. Durch den Nebel da vorne sind wir nicht mal aufgedeckt hier gerade beim Schießen. Na, die Tops bei der Omaha? Ne, der bremst ab. Ne, der bremst ab. Na, Omaha? Ich muss mal versuchen, dich auszunehmen. Ach, jetzt bleibt der komplett stehen. Omaha fährt rückwärts. Wieder Gas geben. Jiang Wei ist jetzt hier vorne noch. Ja. Yep. Bams! 1900, 1200 hinterher. Und weg ist die Omaha. Jiang Wei auch nice. Schön. Langsam ein bisschen in Sicherheit hier fahren. Nicht der Furutaka mich hier gleich wegknackt. Nice, nice. Monte Cuculi hat zugeschlagen. So, Furutaka volle Breitseite. Hier, das wäre jetzt so ein AP-Moment. Hier wäre AP jetzt wirklich sinnvoller. Ich zeige euch das gleich mal. Halt mal ein bisschen tiefer, um einfach mal zu gucken, was SAP denn da anrichtet. 3200 ist zwar nett, hätte ich jetzt aber mit AP geschossen, hätte ich wahrscheinlich eine Zita gemacht und er wäre tot gewesen. Das wäre einer der wenigen Momente jetzt, wo wirklich normal AP noch sinnvoller ist. Als ob der jetzt hinter unsichtbar wird. Hab ihn gleich wieder. Warte, ist mir hier. Nein, aua. Pass mal auf, Nere da. Jervis ist auch noch da. Da ist er. Na, kann ich hier aus dem Winkel leider gerade nicht mehr treffen. Ich muss Krom finishen. Krom, finish him! Wen? Na, die Furutaka in der Mitte. Guck mal, schicke noch neben dir schon. Oh, ich mach das gerade schon. Nice. Ja, mach das doch. Alles gut. Macht alleine, lass ihn. Meine Geschütze nicht rum, schnell. Danke auch da und schön. Sehr schön. Damit war's das mit dem Feindteam. Schön zusammengeballert hier oben. 40 Treffer, 31, fast 32.000 Schaden, 25.000 Spotting Damage. Ja. Für das bisschen hier nicht schlecht. Wenn man bedenkt, dass man mit den Schiffen noch nicht richtig eingespielt ist. Wenn man das mit dem Aiming auch drauf hat und die... Es ist ja wirklich eine sehr, sehr lange Nachladezeit hier mit den Hauptgeschützen. Das ist ja, wirklich schon japanische Kreuzerniveau. Wenn nicht teilweise sogar schlimmer. Drehzeit und alles, ne? Mm. Aber es geht, ne? Ja, es ist hart an der Grenze. Also ich bin hier kein... Ich bin kein DD-Killer. So wie der Nähe von sagte, oh, da, der ist offen, da konnte ich exakt einmal rauf schießen und das war's. Dafür macht SAP unheimlichen Schaden. Ist richtig. Aber mit anderen Schiffen hätte ich in der Zeit aber dreimal geschossen. Und hätte mit HE vielleicht nicht ganz so viel Schaden gemacht, aber. Ne, wie gesagt, kommt 30. Her? Ja, ich rasche in der Mitte durch. Admiral Baum, vielen Dank für deinen Sub. 20 Monate schon. Ich danke dir. Das musst du anders sagen. Und wer hier auch gerade reinrascht, das ist Admiral Baum. Okay, nee, dafür habe ich noch nicht genug getrunken heute. Okay. Nachher denn. Also dafür musst du in die Runde geballert kommt der Admiral Baum. Hi. Da musst du ein bisschen Alk-Intus haben. Richtig. Komm, tanz den Nacken her auf den Tisch. Wow. Ganz normal. Dufter. Für jeden Sub tanzt komm nackt auf den Tisch, okay. Haut sich auf den Bauch. Lucrado, die Kirov steht wieder ab. Die ja. Die Kirov hat... Das letzte Mal abgedreht. Na, Alter, da kommen wir ja richtig zeigen hier, wa? Hammer. Ja. Naja. Joa. War okay. Wir sind alle drei ganz oben. Komm, hat gescheatet, der ist vor mir. Nett. Ja, gerade warst du auch da? New York, Ismail und New Mexico werden sich sehr freuen da unten. Alle drei noch am Leben. Runde sofort beendet. Kann man heute mitfahren? Guck. Dann schreiben die nur noch im Chat. Oh, ich war gerade kurz auf. Sorry, Leute, habe ich was verpasst. Dreiviertel des Teams ist tot. Ja. Ein Wind und gerade überlebt. Gibt's gar nicht, wa? Und das dennoch mit Italiener. Doch, Genova will der Krom fahren. Genova.
Genova ist ja das Premium-Schiff dazu. Ich fahre aber nochmal Monte. Ne? Ja. Ja, genau. Ich fahre nochmal die Monte Cuculi. Guck mich auch so mich hier an. Was ist los? Hm? Was ist hier? Container. Ui. Na du? Mich auch so hier rum. Gradoline? Ja, ich gerade auf den Schoß genommen. Na du? Na? Na? Kleine Mieze ganz. Sie bringt immer ihr Lieblingsspielzeug, also nicht Gradoline, sondern ne, hier Black Chiquette. Beide ja. bringt immer ihr Spielzeug und will immer, dass man mit ihr spielt. Und die miaut so lange rum, bis man reagiert. Entweder Kopf streicheln oder sie hochheben oder man muss irgendwie, sonst hört sie nicht auf. So richtig. Sie hat mich sehr gut erzogen. Ja, ne? So. Gott, Alter, Instant. Den die hat schon breit gehämmert. Instant. Gradoline miaut herum. Nein, die kleine Blackie. Ah. Da wir gerade bei Italiener sind, was findest du besser, Spaghetti oder Pizza? Boah, das ist aber eine schwierige Frage. Hau doch mal die Spaghetti auf die Pizza. Gibt's ja auch so eine Spaghetti-Pizza. So ein CV-Sandwich. Was? Nee, das ist gerade wichtiger, warte mal. So ein CV-Sandwich, habe ich gedacht. Nee, das ist gerade wichtiger, Spaghetti. Das findest du am besten. Porno. Ja, von Subway. Yeah, geil, cool. Guck, Rom, eigentlich hast du jetzt den Reichweitenflieger mitgenommen. Nee, hab ich nicht. So, auf der Karte wird's jetzt lustig. Erstmal zwei CVs auf beiden Seiten dabei. Und wir haben halt nichts, wo wir uns großartig hier verstecken können. Weil kaum Inseln da sind. Und, Weil? Ja? Weil kein Nebel hat, aber du fährst hier nicht. Nee. Könnte dir Nebel geben, wenn du willst, 2 Minuten Nebel. Die Genova hatte gar keinen. Nö. Wenn du das willst. Darum hab ich so abgekackt mit der. Nee. Mach du mal. Ah, nee, ich will ja nicht. Ich muss mich verteidigen hier. Gleich stirbt er, hat eine Kacke, Alter. Ja, ja, ne. Scheiß DD da vorne, macht nix, Alter, nix. Ich höre schon. Aber dir mit. Wir haben uns ja eh immer zu und dann kannst du auch Nebel machen. Würde ich nie machen. Aber pass auf, Nera Torps. Dann musst du immer hinter ihm herfahren, weil dein Nebel verschwindet. Ja, Gott, ja, aufgedeckt. Wir gehen jetzt insgesamt 25 Sekunden, kannst du mir hinterherfahren. Du kannst auch danach noch hinterherfahren, ist so, bloß kein Nebel mehr da. Futaka, schieß mir dann zuerst zusammen. Oh, heftig, eigentlich die Futaka, ne, die tut so besonders weh. Da wenn kommt schon was auf. Futaka, die schießt direkt auf Krom. Hast du kein Kranus? Tactical Smoke für mich und Krom. 5000 mit SAP, meine Freunde. SAP. Mit Zap. Kennst du Zap noch? Alter, wie lange fliegt die denn? Na, ist das ein Schlachtschiff oder was ist das hier? Oh, war doch bei der Monte Cuculi auch schon. Nee, aber nicht so lange. Doch, mindestens so lange. Ach, mein Fall. Setz mal Nebel näher, wenn du kannst. Das wäre taktisch sehr klug gerade. Nebelfeld kommt. Merci. Aber die Flieger müssen dich trotzdem aufdecken. Ist egal. Nee, ist nicht egal, bin aufgedeckt. Bam. Hoch auf. Was? Das waren bloß, ah nee, 5.000 habe ich glaube ich gerade. Irgendwer deckt mich ja auch auf, also dauerhaft. Achso, die Oma. Ja. Es sind 8. Irgendwer deckt mich da auf. Ja, diese 6,4, das ist irgendwie nicht so cool. Alter, ich mache hier mit jeder Seite mit diesen 5.000 Damage, das ist ja krank. Weiter so. Gas geben. Geschütze mal drehen. Wir sind hier irgendwie auch sehr wenig. Da ist die Furutaka. Killt die Furutaka. Ja, ich drehe gerade die Geschütze auf die andere Seite. Killt die Oberha. Scheiß auf die Furutaka. Entscheid dich mal, ja? Omaha, Oma, hey. Die zeigt gerade. Die steht gerade sehr lustig. Ja, Nachladezeit, Ihre Nachladezeit. Die hat gerade 10.000 gefressen von irgendwie. Richtig, ja, ne? Kaiser. Der Kaiser war's. Mein Kill. Nein! Warum mach ich da bloß 600? So ein Scheiß! Klaut der Krom mir einen Kill? Gute Arbeit, Krom. Gute Arbeit. Hätte der Krado auch mal was. Krado, nächstes Mal mehr anstrengend. Alter, das ist ja heftig. Also, das ist ja eine ordentliche Zeit für einen Kreuzer. Was? 20 Sekunden Nachladezeit? Das ist Schlachtkreuz. Das ist echt Schlachtkreuz an dem Boden. Krado, Flieger, Achtung. Ah, der kann mir nix. Spiel Italiener, Junge. Du hast gesagt, 500 Millimeter. Der kann mir nix. Achso.
Das macht hier Schwamm! Verstärken Flak auf die Richtung! Und bei der Salve auf ausweichen. Auf wen gehen wir? Ab Kirishima rotze ich gerade zusammen. Achso, okay. Ja. Schon epische 2K-Damage gedrückt. Oh, ich auch. Geil. Aber jetzt Aufbautentreffer und 5081, meine Freunde. Jetzt Aufbautentreffer 297. Ja, du hast ja auch so ein altes Schiff. Ich spiele ja die neue Warships-Welle. Warships-Welle. Die neue Warships-Welle. Es kommen ja bloß noch Schiffe und wie Colbert und Smolensk. 9 Monate in Folge. Vielen Dank. Dankeschön. Abo. Wieso höre ich denn das heute nicht? Was habe ich das so leise eingestellt? Ach du Kacke. Gang gut. Nein. Mach es nicht. Gib weg. Was? Nein. Ah, das waren bestimmt 1000 Schaden bei mir. Ab Kirishima schießt mit HE. Tactical Smosh, scheiße. Oh, New York. Aha, bin aber langsamer geworden, damit hat er nicht gerechnet. In 3:20 kann ich dir wieder Nebel geben. Oh, das ist gut. In 3 Minuten 20? Nee, in 14. Halt mal kurz durch. Aber du fährst irgendwie immer weiter von mir weg. Nee, setz einfach. Alles schick. AP ballert echt nicht, ne? Zumal AP nicht, nein. Nö. Ja, würde man das auf der Stufe bei normalen Kreuzern entsetzen? Nein, außer wenn ein leichter Kreuzer Breitseite fährt. Weißt du? Würdest du auch nicht schießen, ja. Darum. SAP ist jetzt halt das neue HI. Wir haben's. Der Damage ist zwar so echt. SAP ist nicht das neue HI. Nee, so, das sind schon, weil wir halt. Nein. So gesehen ja. Wir haben zwar nicht den. Wir haben zwar nicht die Abfackler und den kontinuierlichen Schaden durch das Abfackeln selbst. Dafür haben wir aber einen viel, viel höheren Alpha-Damage. Ja, aber das, dann hast du eher mit SAP ein neues AP. Das ist richtig. HI. Aber es soll ja HI ersetzen bei den Italienern. Ja. So gesehen ist es also das Neue. Also die Gango und die brennt. Die kann man sehen, wie man will. Ist so ein. Ja, ja, ich fackel ja auch. Krom und ich, wir fackeln ja auch richtig ab gerade. Ja. So ihr könntet, wenn wir die Gango fokussieren, dann ist die... Alter, ich mach überhaupt nicht, prall nur ab, diese Scheißdinger. Ach, der ist eh tot. Ja, der New York fährt gerade so schön. Achtung, Flieger. Teuer 8. Top-Flieger. Flak. Immer schön auf die Aufbauten kommen, dann klappt das auch. Ja. Oh, der schießt auf mich. Ich muss am Anfang auch ganz schön umdenken. Oh, mit dem Feuerschaden reicht natürlich. Geschütz kaputt. Alter. Jetzt schafft, okay. Vielleicht hätte ich doch mal aufschießen sollen. Vielleicht. Nee, geht alles vorbei. Ja, sehr gut. Gulli, Monte. Yeah, Karthoff, Alter, der Killer. Karthoff, der Killer. Er spart uns hier die Peinlichkeit. Oh, gar kein Damage gemacht bei den New York, da ich vorne die Geschütze erwischt. Wenn wirklich das Pech hat oder Schlachtschiffe hat, wo die Geschütze halt überwiegend da überall platziert sind, machst du halt 0 Damage. Das ist der große Nachteil hier bei SAP. Du musst wirklich versuchen, genau in der Mitte zu treffen. Und wie du schon gesagt hast, die relativ hohe Nachladezeit ist halt... Genau. Also was Neues. Ist halt für geübte Spieler, die wissen, wie man vorhält und die wissen, wie man wirklich... Denn auch Damage machen kann, ist es was. Aber für 5000 nochmal. Für Anfänger, die jetzt das erste Mal das Schiff gefahren, die sind mit SAP und AP natürlich total überfordert. Da ist eine andere Fraktion. Und eine Schiffsklasse eine andere. Britische Schlachtschiffe, viel besser für Anfänger. 1200. Ah! Moment, warum kommt hier eine Insel? Geh weg. Boah, ich bin ja schon so hochgefahren hier. Das hatte ich gar nicht am Schirm. Tactical Nebel! In 18 kann ich wieder. Voll schick. Erstmal Vollgas hinterher. Dann halt und nicht. Kukuli! Bäm! So mal so. Ja, das. Jetzt mache ich bloß 600. Weiß ich jetzt, wo der fast tot ist. Es ist zum Kotzen. Das klaut der Mikkel! Jawoll! Nix kriegen. Ja. Huch! Die Italiener, wie wirkt denn dieses SAP?
SAP nutzt du genau dann, wenn du mit deinem normalen AP meinst, keinen Schaden machen zu können. Sprich, wenn dir einer nicht mörderbereit sein zeigt, dann wählst du SAP und versuchst, die leicht gepanzerten Stellen zu treffen. Wie zum Beispiel hier bei der Abkirishima hier oben, die aufbauen. Haben wir das Glück, also, die zu treffen? SAP ist für leicht gepanzerte Ziele gedacht. Genau, leicht gepanzerte Stellen. Da denkt man natürlich, aber die Schlachtschiffe, da machst du bestimmt überhaupt keinen Damage, aber wenn du richtig triffst, dann tut auch das ganz schön weh. Und irgendwie bin ich an deinem Nebel vorbeigefahren. Das ist taktisch sehr klug. Oh. Schade. Hab irgendwie nicht gescheckt, dass du den gerade schon gesetzt hast. Hatte den eigentlich so. Ja, ja, ne, gedacht, ist super, ist super. So, abam, Alter, mein Kill! Wenn ich mein Begriff dann. Italiener Ehre, Junge. Oh! Du musst den. Komm da, Hermes, Feuer! Der Hermesbote? Hermes! Ihr bringt mir meine Pakete immer zu spät! Da kommt schon ein Paket, du. Die kommen immer kaputt an bei Hermes! Echt? Wow. Ah, 1200 Eichen dafür gekloppt. Nimm das! Hermes kommt, also ich bei Amazon was bestell. Hermes braucht immer einen Tag länger als DHL. Im Zustand der Pakete mit Inhalt sieht bei DHL auch immer besser aus. Warum hat Kommen zwei Haupttöne? Das ganze Scheiße im Arsch ist hier. Echt? Ein Schiff? Naja. Alles kaputt? Was machst du denn mit deinen Schiffen, ja, Mann? Soll ich die Tests nicht kaputt machen? Bühne Genova. Wie ist SAP gegen Zerstörer? Extrem stark momentan. Da, also vermuten wir mal ganz stark oder allgemein auch die Community, dass das nochmal ein bisschen entschärft wird. Das ist schon fast das alte AP-Niveau, wie AP früher war. Da kannst du so teilweise Salven rauskloppen, das ist schon nicht mehr feierlich. Michael! Ach Mann! 1-9, so ein Dreck! Schnell, nach! Nein, da kommt dieser HE-Mist von irgendeinem anderen an! Ja? Wenn er so Damage machen würde, war Nere! Nein! Jawohl! Oh Mann! Bekommen. Ärgerlich. Und Krom stirbt noch. Nee, zu dicht abgeworfen. Da ist die Frau Tucker. Hey, Freunde, denkt er sich jetzt da drüben. Hört er an? Doch, bei der Längli komme ich an. Mehr oder weniger. Die arme Längli. Ja, mal gucken, so ein Millimeter. Millimeter hat gefehlt, vielleicht reicht das. Komm, Auto-Aimbot. Nope. 26.500. Na gut, jetzt müssen wir leben hier, 31,8. Ja, aber dafür halt kein Nebel, ne? Da würde ich lieber die Nebel mitnehmen. Diese ewig lange Nachladezeit. Also da finde ich die Anne besser. Die ist hier nicht so. Das spielt sich ein bisschen komisch. 20 Sekunden Nachladezeit fast, das ist heftig eh. 87.000 Damage. 1300 Grund-TP. Nett. Du, von der Genova war ich aber auch nicht überzeugt. Also das als Gegenstück zu Monte Cuculi zu bringen, weiß ich nicht so recht. Warte mal, wie war deine Nachladezeit? 20 Sekunden genau. Heftig, Alter. Du hast aber auch die 200 irgendwas. Ach, warte, ich hab das Schiff doch selber auch hier. Ja, 203 mm. Du hast 203 mm, mit der Monte Cuculi hat man nur 152 mm. Ja, bei dir ist der Vorteil mit der Genova, dass du theoretisch noch härtere Kellen rauskloppen könntest. Ne? Aber braucht man das? Ich weiß nicht. Also die Genova gefällt mir momentan auch noch nicht. Aber die Monte Cuculi, so wie sie gerade ist, ist sie extrem. Die ist cool, ja. Die macht Spaß. Ich hab's gerade gesehen, wenn man da noch einen dabei hat, der einen noch zusätzlich ein bisschen nebelt und man da entspannt zum Schießen kommt, du vernichtest alles. Zerstörer, Kreuzer, Schlachtschiff wird alles einfach über den Haufen geballert. Ist aber alles noch Work in Progress. Bitte noch nicht zu ernst hier das Ganze nehmen. Kann sich alles nochmal ändern. So. Raimondo Monte Cuculi mit Paul Kästner, dem alten Dichter. Dazu hat noch 10 Kilometer Torps. Auch noch, ja. Hat ja, was, ja. Mit denen kannst du aber, also die sind so arschlangsam. 51 Knoten. 10 Kilometer, du, ist, die Reichweite ist erstmal. Ist richtig, ja. Ne? Wenn da einer campt und einfach irgendwie Dunkirk gerade zu dir steht und du haust die Torps raus, die Wahrscheinlichkeit, den zu treffen, ist dann wirklich sehr hoch. Außer er fällt weg. Also passiert ja selten. Ist Krom nicht schon hart genug? Krom ist der Härteste. Ja, Mann. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war unsere kleine Extra-Folge zur Raimondo Monte Cuculi. Bewerten nicht vergessen, fleißig kommentieren und dann sehen wir uns schon bald wieder.